Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal von GeroD. Ich habe mir ein neues Radio für mein Wohnmobil gekauft und zwar von der Firma Dynavin, das Modell D8DCX 2022 Plus Flex. Und so sperrig wie die Modellbezeichnung vielleicht lautet, umso einfacher ist es in der Bedienung, trotzdem es einen Wahnsinnsfunktionsumfang hat. Und ich möchte gerne in diesem Video von meinen Erfahrungen berichten. Beginnen möchte ich aber zunächst einmal mit den Anforderungen, die ich an das neue Radio hatte und die hier alle meines Erachtens wirklich super erfüllt sind. Ich wollte beispielsweise unbedingt ein Radio haben mit einem entsprechend großen Display und wir haben hier eine Diagonale von 10,1 Zoll, welches gleichzeitig relativ wenig spiegelt und sich auch optisch harmonisch hier in mein Armaturenbrett einfügt. Zudem wollte ich eine möglichst einfache, leicht bedienbare Oberfläche haben, angelehnt an eine Smartphone-Bedienung eben mit entsprechenden Applikationen hier auf der Oberfläche. Die Regulierung der Lautstärke hingegen sollte unbedingt bei meinem Radio über einen richtigen Knopf verfolgen können, das ist hier der Fall. Auch ist mir der Aufruf von bestimmten Funktionen über Schnellzugriffstasten besonders wichtig, beispielsweise der Aufruf der Rückfahrkamerafunktion. Natürlich sollte das Radio auch schnell Eingabebefehle übersetzen können und auch eine flüssige Darstellung liefern können. Ich denke, man kann das hier schon sehen, wenn ich beispielsweise mal den Sound-Button betätige. Dann sehe ich praktisch in Echtzeit sofort schon die entsprechenden Untermenüs. Absolut hervorragend umgesetzt, da kann man gar nicht meckern auf einen guten Radioempfang und insbesondere natürlich DAB Radioempfang wollte ich natürlich auch nicht verzichten und auch die Möglichkeit hier Apple CarPlay mit diesem Radio zu verwenden, das Ganze sogar kabellos, war mir extrem wichtig. Im Übrigen funktioniert auch Android Auto hier kabellos bei diesem Radio, da kann ich aber wenig zu sagen, weil ich eben kein Android User bin. Und da ich ja kein expliziter radio bin, wollte ich auch unbedingt ein Radio kaufen, welches sich möglichst einfach einbauen lässt, wo ich eben nichts nachkaufen muss, wo alle Adapterkabel sofort passen, wo ich keine Radioblende oder etwas nachbesorgen muss, wo hier durch den Hersteller ein entsprechender Support angeboten wird. Hier verweise ich in dem Zusammenhang auf ein sehr, sehr gut gemachtes Einbauvideo von der Firma Dinner Wien. Damit bekommt man das wunderbar einfach eingebaut, wenn man sich da mal rantraut. Ich habe selber nicht lange gebraucht, muss allerdings fairerweise dazu sagen, dass zum Beispiel bei mir das Videokabel für die Rückfahrkamera als auch das Rückfahrsignal bereits von meinem Vorradio entsprechend verbaut waren. Ich musste also hier keine expliziten Leitungen neu ziehen. Das Ganze war dann wirklich in einer guten Stunde auch erledigt. Und auch wenn ich tatsächlich die meiste Zeit auf meinen Reisen über mein Smartphone online navigiere, begrüße ich es sehr, dass bei diesem Radio noch die Möglichkeit einer Onboard-Navigation besteht. Mit anderen Worten, dieses Radio hat hier entsprechendes Kartenmaterial integriert und auch natürlich einen entsprechenden GPS-Empfänger. Und das ist, glaube ich, der Moment, wo ich noch einiges erklären muss. Ich hatte ja eingangs gesagt, es handelt sich hier um die Flex-Version dieses Radios. Dieses Radio gibt es auch in einer, ich sage jetzt mal Vollversion. Die unterscheiden sich im Wesentlichen nämlich dadurch, dass bei der Vollversion verschiedene Software-Funktionalitäten wie zum Beispiel die Onboard-Navigation oder aber auch die Apple CarPlay. Play Fähigkeit im Vorhinein schon freigeschaltet ist, während es bei der Flex-Version, die auch nur ungefähr die Hälfte kostet, hier eines kostenpflichtigen Upgrades bedarf. Und das sieht man nämlich hier wunderbar. Ich habe zwar insgesamt 31 Tage Zeit, diese entsprechenden Funktionalitäten alle im vollen Funktionsumfang nutzen zu können. Dann muss ich mich aber entscheiden, ob ich eben diese Navigationssoftware kaufen möchte. Ganz ähnlich verhält es sich dann eben auch mit der Android Auto bzw. Apple CarPlay Funktionalität. Man muss dann eben in Anführungsstrichen in den sauren Apfel beißen, wenn man denn eben auf die Navigationssoftware oder eben aber auch auf diese kabellose Anbindemöglichkeit von Smartphones zurückgreifen möchte. Insgesamt empfinde ich das aber eigentlich als faire Lösung. Es mag ja auch Käufer geben, die das gar nicht machen möchten. Die sparen dann demzufolge eben 2 99 Euro und haben insofern trotzdem noch ein Radio, welches eben ein großes Display aufweist, einen guten DAB-Empfang ermöglicht. Und man kann ja seine Musik auch beispielsweise über Bluetooth entsprechend streamen. Das wäre dann natürlich nicht kostenpflichtig. Da kann man sofort loslegen. Aufgrund der von mir gemachten positiven Erfahrungen der letzten Tage werde ich mir beide Freischaltcodes dann entsprechend auch kaufen. Das geht recht einfach online. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Ihr besucht die Internetseite flex.dynavin.com, loggt euch zweimal mit der Seriennummer eures Radios ein, entscheidet euch dann, was ihr kaufen möchtet. Im konkreten Fall kaufe ich Z-Link für die kabellose Verbindung zu meinem Smartphone. Ich bestelle jetzt hier für den Preis von 99 Euro entsprechend, hinterlege meine E-Mail-Adresse, bestätige den Kaufprozess nochmal und entscheide mich dann, wie ich hier bezahlen möchte. Im konkreten Fall nutze ich PayPal. Anschließend erhält man dann sofort schon den entsprechenden Aktivierungscode, sowohl per E-Mail als auch in der Übersicht hier. Neben dem Aktivierungscode für Z-Link für die Verbindung zwischen dem Smartphone via Android Auto bzw. Apple CarPlay zum Radio, habe ich zusätzlich noch gekauft die Freischaltung des Google Play Stores, ebenfalls für 99 Euro. Damit habe ich praktisch die Möglichkeit, eigene Apps auf diesem Radio hier zu installieren. Ja, richtig gehört, das ist nämlich ein Android Auto Radio und im Prinzip mit gewissen Einschränkungen würde hier, jede Google-Anwendung entsprechend, also Android-Anwendung hier auch auf diesem Autoradio laufen, wenn es denn entsprechend kompatibel ist, was den jeweiligen Softwarestand betrifft. Ich habe aber diese Freischaltung von dem Google Play Store primär deswegen durchgeführt, damit ich eben die integrierte App hier auch nutzen kann, also die Onboard-Navigation von Dünner Wien. Auch dafür brauche ich eben die Freischaltung des Google Play Stores. Mit anderen Worten, man muss hier zweimal 99 Euro entsprechend auch investieren. Und dann hat man im Prinzip den kompletten Funktionsumfang auch freigeschaltet. Ja, man kann dann auch sofort die entsprechende Navigationssoftware nochmal updaten. Das habe ich auch schon gemacht. Ja, und wenn man dann später in vielleicht ein, zwei Jahren nochmal wieder das Kartenmaterial hier updaten möchte, dann muss man beispielsweise eben 49 Euro für einen Einmalkauf nochmal investieren und ich glaube 99 Euro für weitere drei Jahre Kartenaktualisierung. So, dann gebe ich jetzt mal den Code für die entsprechende Freischaltung ein. und man sieht jetzt hier wunderbar die Play Store Funktion ist jetzt vollständig aktiviert. Ich möchte jetzt gerne das Menü von dem Radio kurz noch mal vorstellen, die einzelnen Applikationen, mein Schwerpunkt werde ich aber auf das Thema Onboard Navigation nachher legen, denn das ist für uns Camper wahrscheinlich sehr interessant, denn ich habe hier bei der Dynavin Navigation auch die Möglichkeit, entsprechende Fahrzeugprofile zu hinterlegen, also die Länge meines Fahrzeuges oder die Breite, die Höhe und dann entsprechend wird dieser Parameter jeweils dann in der Berechnung der Routenführung berücksichtigt. Jetzt erstmal auf die Oberfläche. Ich habe hier einen Tuner Menü, das ist klar und ich hatte es ja schon erwähnt gehabt. Wir haben hier neben dem normalen FM. Radioempfang, auch einen digitalen Radioempfang, einen dab plus radioempfang Das funktioniert auch einwandfrei. Ich bin ja schon einiges jetzt hier auch mit diesem Radio gefahren. Und ich kann sagen, dass es hier eine Funktionalität gibt, glaube ich, die nicht unbedingt selbstverständlich ist. Es wird nämlich automatisiert hier auch zwischen FM und digitalem Radio gewechselt, wenn denn hier der jeweilige Sender dann ausfällt. Also wenn ich beispielsweise auf FM den Sender nicht mehr empfangen kann, versucht das Radio selbstständig auf digitales Radio den gleichen Sender eben entsprechend weiterzuführen. Das kenne ich so sonst von keinem anderen Radio. Ich glaube, das ist schon eher etwas ungewöhnlicher. Ja, einmal zurück hier aus dem Radio. Natürlich gibt es hier auch die Möglichkeit, hier die Sender aufzurufen. Man sieht also, das funktioniert hier auch alles sehr, sehr schnell. Ich bin jetzt hier gerade im DAB-Radio-Bereich, kann aber eben auch mal umschalten auf FM. AM ist wahrscheinlich nicht so interessant für uns. Auch hier funktioniert das mit dem Aufruf der entsprechenden Senderlisten natürlich einwandfrei. Radioantenne Münster jetzt beispielsweise. Natürlich kann ich auch Frequenzen manuell eingeben, aber das soll es auch zum Thema Radio jetzt hier schon gewesen sein. Gehen wir mal zurück auf die Oberfläche ins Telefonmenü ja da gibt es jetzt nicht viel spannendes in dem sinne ich habe hier ganz normal meine wähltastatur wie man das ebenso kennt ich kann kontakte synchronisieren ja, und dann habe ich noch die Möglichkeit eben hier auf das Kameramenü zuzugreifen. Ich habe eine Kamera hier entsprechend verbaut, die jetzt eigentlich funktionieren würde, wenn man denn die Zündung einschaltet. Und wenn man das gemacht hat, wie ich jetzt gerade nach, dann nachgeholt habe, dann sieht man auch das Rückfahrbild. Ich habe im Übrigen eine Kamera, die zwei Linsen hat. Einmal die nach unten gerichtete Kamera, also fürs Rückwärtsfahren. Das ist die, die ich jetzt hier einfach auch mal durch das Einlegen des Rückwärtsganges nochmal eben kurz aufzeigen kann und eben eine Kamera, die eine Fernsicht hat. Es gibt im Übrigen auch von nina Wien ganz ganz tolle Rückfahrkameras. Ja, ich bin mit der jetzigen Rückfahrkamera nicht so ganz zufrieden. Die ich habe, man sieht das Bild ist nicht so richtig gut, aber es reicht auf jeden Fall zur Orientierung. Gehen wir auch hier mal aus dem Menü raus und ich swipe jetzt mal durch. Auch hier habe ich die Möglichkeit, verschiedene Apps eben jetzt nochmal aufzurufen. Ich habe ja den App Store jetzt hier auch freigeschaltet gehabt. Ich kann sogar hier YouTube aufrufen. Ja, ob man es braucht, weiß ich nicht. Aber vielleicht wenn man mal wirklich irgendwo ähm, ja, an einem Standort ist, wo man dann vielleicht eben entsprechend länger warten muss, dann kann man vielleicht mal einen YouTube-Film gucken. Ich kenne da einen tollen Kanal. Wie dem auch sei, ich kann jetzt hier mich mit dem Internet verbinden. Das ist aktuell bei mir nicht eingeschaltet. Das ganze Gerät ist WLAN-fähig. Das wollte ich auch noch mal eben kurz aufgezeigt haben. Und ich gehe jetzt mal wieder zurück ins Menü. Und jetzt kommt hier tatsächlich der Google play store hier das erste mal zur ansicht da ich aber jetzt eben aktuell hier keinen richtigen empfang habe mein wlan-router ist aus wird das wahrscheinlich schwierig ich gehe mal wieder zurück ins menü und zeige noch mal andere möglichkeiten auf hier kann ich ordner aufrufen das sind die ordner die ich über den usb-port jetzt beispielsweise eben abrufen kann wenn ich da videos oder eben entsprechend musik drauf habe kann ich bei der gelegenheit auch noch mal zeigen denn das ist nämlich auch richtig toll bei dem radio das Radio wird nämlich mit dieser USB-Buchse ausgeliefert, die hier über ein Kabel entsprechend mit dem Radio verbunden ist. Und insofern habe ich da eben wirklich eine komfortable Möglichkeit, nicht nur hier einen USB-Stick anzuschließen, sondern eben auch meine entsprechenden Smartphones aufzuladen und dann eben Android Auto bzw. Apple CarPlay auch kabelgebunden beispielsweise durchzuführen. Manchmal geht das ja ein bisschen schneller. Gehen wir mal hier raus aus dem Menüpunkt Ordner. Info, gucken wir mal schnell eben rein. Das ist auch im Menüpunkt, der wahrscheinlich nicht so spannend ist. Da stehen halt entsprechend verschiedene Informationen drin, wie die Seriennummern, mal die Betriebssystem-Softwarestände. Ich habe im Übrigen auch schon ein Firmware-Update gemacht hier auf diesem Radio. Das ging einwandfrei. Dann geht man dann eben auf diesen USB-Port, dann drauf mit einer entsprechend frisch geladenen Firmware, drückt auf die schaltfläche jetzt Updaten und das lief dann auch hier komplett unproblematisch durch. Ich gehe auch hier mal wieder zurück, was wir jetzt vielleicht noch mal sehen können: Wi-Fi. Da kommen schon tatsächlich die ersten Netzwerke. Ja, und aus der Nachbarschaft kriege ich sogar offensichtlich hier auch verschiedenste äh, Netzwerke angezeigt. Da bin ich schon einigermaßen erstaunt. Das spricht für die Qualität dieser WLAN-Antenne, die hier verbaut ist. Denn das sind Netzwerke, die eben relativ weit weg sind. Das finde ich schon mal bemerkenswert. Okay, aber auch nicht so furchtbar spannend gehen wir auch hier mal raus. Wi-Fi haben wir gesehen. Ja, was ich super finde, das mag ich noch mal kurz erwähnen, ist diese Funktionalität des GPS-Tests. Ich hatte ja schon eingangs erwähnt gehabt, dass dieses Gerät über eine eigenständige GPS-Antenne verfügt. Und da kann man sofort mal eben schauen. Mensch, äh, funktioniert das denn? Wie ist mein äh, 3D-Fix? Das heißt, wie viel GPS-Satelliten kann ich gerade empfangen? Ich sehe hier verschiedenste andere Informationen. Ich muss gestehen, ich weiß genau gar nicht, was das alles ist, aber da kann man wahrscheinlich schon noch eine Menge spielen. Aber wie gesagt, für uns jetzt auch nicht ganz so spannend, aber zumindest die Möglichkeit hier, einfach schnell mal eben die GPS Funktionalität testen zu können, die finde ich persönlich super. Man sieht ja hier eben die einzelnen Satelliten. Gehen wir auch hier mal raus. Map Updates habe ich auch schon kurz angesprochen, eben man kann über den Dynavinen Store sich hier verschiedene Zeitdauern praktisch an Kartenaktualisierung einkaufen. Man kann hier Kartendateien verwalten. Ich habe hier relativ viel draufgeladen, muss aber fairerweise dazu sagen, dass der Speicher in dieser Version, wie ich das Gerät hier betreibe, bei dieser Flex-Version, relativ kleines 32 gigabyte das reicht aber auch für eine erhebliche anzahl von Ländern ich habe hier einige schon installiert wie man unschwer erkennen kann aber damit habe ich die 32 gigabyte auch schon zum großen Teil ausgereizt die plus variante von diesem radio hat entsprechend deutlich mehr speicher wenn jemand jetzt also auf diesem Gerät Videos mit sich führen möchte oder eben schon erwähnt Musik, dann muss man auf die Plus-Variante zugreifen. Wie gesagt, die liegt aber preislich dann doch in einem anderen Bereich. Ja, jetzt sieht man auch hier oben immer, dass ich einen WLAN-Empfang habe von meinem Router. Auch hier gehen wir jetzt aber erstmal raus. Und ich glaube, das lasse ich jetzt nochmal. Jetzt gehe ich hier nochmal auf Media kurz. Da kann ich also noch. Aux quellen entsprechend aufrufen da kann ich jetzt gar nicht viel zu sagen weil ich nutze die alle nicht dann möchte ich jetzt mal einen etwas intensiveren Blick auf die Onboard-Navigation werfen. Wenn ich die gestartet habe, kriege ich hier meine Kartendarstellung sofort angezeigt, meinen aktuellen Aufenthaltsort. Und das kennt man hier oben, habe ich die Möglichkeit, entsprechend beispielsweise eben Adressen einzugeben. Aber eben nicht nur Adressen, sondern auch POIs, also Points of Interest, werden mir direkt angezeigt. Beispielsweise die Tankstellen, die sich hier in unmittelbarer Nähe befinden, genauso aber auch Parkplätze. Und man sieht, das geht sehr, sehr schnell. Das finde ich klasse. Essensgelegenheiten und so weiter und so fort. Gucken wir mal, was dann noch möglich ist, was mir direkt ins Auge fällt. Ich habe hier auch die Chance, Längen und Breiten gerade einzugeben. Finde ich super. Ich nutze nämlich tatsächlich mehrere Wohnmobilführer, wo Stellplätze oftmals mit GPS-Koordinaten angegeben sind. Von daher nutze ich diese Funktionalität tatsächlich sogar relativ häufig. Natürlich kann ich mir Favoriten abspeichern und natürlich ist es auch möglich, Adressen entsprechend einzugeben. Das machen wir auch gleich mal. Vorab möchte ich nochmal eben hier drauf gehen, auf die drei Punkte im Menü. Da habe ich eben nochmal die Chance, mir hier die Sonderziele entsprechend aufzurufen. Hydranten, ja, auch spannend. Sportstätten, religiöse Stätten. Gucken wir mal. Ich bin ja in Münster, Stadt der Kirchen. Da gibt es also eine ganze Menge hier in unmittelbarer Nähe schon zu sehen. Finde ich aber erstmal ganz cool. Sehenswürdigkeiten, auch mal spannend. Gucken wir mal, was da kommt. Ja, tatsächlich. Schaustelle Kanal, die ist nicht weit von hier. Touristeninformation. Ja, eigentlich ganz cool für eine Reise, dass man das mal hier so entsprechend aufrufen kann. Entlang der Straße finde ich auch super, wenn man also eine Adresse entsprechend eingegeben hat als Ziel, dann scheint man sich hier auch bestimmte Informationen hier auf der Wegstrecke anzeigen lassen zu können. Aber machen wir jetzt nicht, wir gehen mal in die Adresseingabe, was ich ganz interessant finde. Ich muss nämlich gleich noch zu einer Firma fahren, hier in Münster. Ich gebe jetzt mal keinen Umlaut ein. Und man sieht hier schon, tatsächlich wird mir Münster bei MU auch schon direkt vorgeschlagen. Ich akzeptiere das natürlich jetzt hier. Und ich muss zur Körheide. So, das ist die Adresse. Und zack, schon kriege ich alles mit Kör entsprechend angezeigt hier im rechten Ausfallfeld. Ich muss aber zur Körheide. Und da ist sie schon. Und dann gucke ich mal, ob ich hier auch entsprechend eine Hausnummer richtig eingeben kann. Das ist der Fall. Ich gehe mal auf Suchen, was da so passiert. Ja, tatsächlich Körheide 2. Und dann habe ich jetzt hier eine Übersicht von meinem Ziel. Das kennt man auch standardmäßig. Ich kann die sofort als Kontakt speichern. Ich kann hier abfragen, was in der Nähe liegt. Das interessiert mich mal. Da gehe ich mal drauf, was liegt in der Nähe. Ah ja, okay. Wieder alle Sonderziele wie Parkplätze in der Nähe. Finde ich aber auch ganz cool. Oder sogar offensichtlich Bushaltestellen, wie ich das hier so sehen kann. Auch ganz schön spannend. Selbst Ampeln werden hier aufgezeigt. Gehe ich mal raus. Aus der Funktionalität, was liegt in der Nähe, in der Umgebung suchen, als Heimatadresse festlegen, das will ich nicht, als Arbeitsplatzadresse, ja, ich glaube, das brauchen wir nicht vertiefen. Was aber ins Auge fällt, ist hier die Möglichkeit, dass man sich ein unterschiedliches Profil eben hinterlegen kann, einmal das normale PKW Profil, das ist das standardmäßige, ich sage jetzt mal Routenprofil und im LKW Profil, das weiß ich schon, da habe ich die Möglichkeit entsprechend jetzt hier meine Fahrzeugabmessungen einzugeben, damit die dann für die Routenberechnung hier berücksichtigt werden können. Offensichtlich ist das hier aber von der kurzen Fahrtstrecke her kein Unterschied. Ich muss hier also keinen Umweg fahren, wenn ich jetzt hier mit einem LKW unterwegs wäre. Ich gucke mal, ob ich die Funktionalität auch gleich finden kann. Ich nehme jetzt mal im Moment eben diese LKW-Funktionalität. Vorab schaue ich aber nochmal hier auf dieses Wettersymbol. Ja, okay, ganz interessant. 8 Grad, Gefühl wie 7 Grad. Finde ich aber auch cool, dass man das hier eben einfach so mal aufrufen kann, wenn man sich das Ziel ausgewählt hat und gucke ich mal, was hier sich hinter verbirgt hinter diesem Icon. Ah, okay, meine Position. Dann sieht man noch mal, was man praktisch eingegeben hat und man kann hier offensichtlich auch Wegpunkte hinzufügen. Das heißt also, wenn man navigiert und beispielsweise Zwischenziele eingeben, dann kann man die hier offensichtlich hinterlegen. Mache ich jetzt aber alles mal nicht. Ich starte jetzt mal die LKW-Navigation. Die Berechnung wird durchgeführt. Mal schauen, wie lange das dauert. Ich denke nicht so furchtbar lange. So, warten wir mal ab, was jetzt passiert. Ja, jetzt ist sie durch. Und was mir gut gefällt, dass ich hier Alternativrouten vorgeschlagen bekomme: Eine Route über 8,9 Kilometer, die würde 20 Minuten dauern, und eine etwas kürzere, offensichtlich die präferierte, weil sie schon farblich hier markiert ist, von 6,1 Kilometern mit einer Entfernung von 14 Minuten. Hier unten sehe ich noch verschiedene Menüpunkte. Gehen wir auch da mal rein, was da so passiert. Ah, okay. Das ist die Routenbeschreibung. Das verstehe ich. Da gehe ich mal raus jetzt. Das kann man, glaube ich, so auch ganz gut nachvollziehen. Und was ich jetzt auch schon als spannend empfinde, ist die Tatsache, dass ich jetzt hier auch Routenprofile offensichtlich hier angezeigt bekomme, nämlich Höhenprofile. Das kann ja mal ganz interessant sein, wenn man auf Reisen ist und wirklich in gebirgige Gegenden fährt. In Münster, wie man uns schwer erkennt, eigentlich kein Thema. Da kann man überall lang fahren. So schließen wir das mal das Höhenprofil. Und was man jetzt hier auch sieht, darauf muss man einmal aufmerksam gemacht haben, mehrere Icons. Denn bei der Installation der Navigationssoftware wurde ich gefragt, ob die Stellplätze von Promobil hier entsprechend mit installiert werden sollen. Mal gucken, ob man das antippen kann. Ja, dann ist genau, offensichtlich. Oh, das ist aber spannend hier. Dann tatsächlich geht eben die Stellplatzbeschreibung sogar auf und das finde ich natürlich total klasse und das auch relativ umfänglich und ich kann mich dann da im Bedarfsfall auch direkt hin navigieren lassen. Finde ich erstmal eine coole Funktion. So, ich gehe noch mal in die Übersicht hier, man sieht auch, wenn ich jetzt hier beispielsweise auf dem Smartphone das Bild mal zusammenziehe, das geht sehr, sehr schnell. Was man hier im Übrigen auch sieht, zum Beispiel sind ja, Routensperrungen, wie ich gerade feststelle, und diese kleinen Blitzer-Symbole. Da muss ich auch was kurz zu sagen, neben der Frage, ob ich die Stellplätze installieren möchte, kam auch die Frage bei der Installation, ob ich hier die Blitzer auch aktivieren möchte. Ich habe das Bejaht. natürlich nur Testweise für dieses Video. Ich werde das natürlich nicht in der Praxis benutzen, weil das wäre ja auch nicht zulässig. Geh mal drauf, das mache ich jetzt auch zum allerersten Mal, ob da oh ja, da wird tatsächlich was angezeigt, sogar die Position, wo sich eben diese Blitzanlage findet. Jetzt sagen wir aber mal, es soll dann auch wirklich losgehen und ich werde dann mal ein paar Bilder von unterwegs auch von der Streckenführung zeigen. Wir drücken mal auf Start und jetzt geht's los. Und was ich vielleicht jetzt auch schon eben einmal aufzeigen möchte, das kennt man so aus den anderen Navigationen auch. Das hier ist die entsprechende Ankunftszeit. Das ist die Fahrtstrecke bis dahin. Grün signalisiert mir hier offensichtlich, dass ähm, vermutlich keine Verkehrsbehinderungen vorliegen. Das ist meine restliche Fahrstrecke. Ich tippe mal drauf, ob man da noch mehr sehen kann. Die Übersicht der Route kann ich noch mal aufrufen. Ah, okay. Ah, spannend und man sieht jetzt hier auch, und das finde ich echt ganz schön animiert, hier überall entsprechende Informationen. Falls möglich, bitte wenden. Ja. Nach 50 Metern links abbiegen. Ja, da haben wir jetzt auch schon die erste entsprechende Fahrtanweisung mal gehört. Ich gehe mal wieder raus. So, ich gehe jetzt nochmal hier unten rein: mal schauen, ob man was finden kann. Einstellungen könnten noch mal interessant sein. Ja, und das ist genau das, was mir noch mal wichtig war, aufzuzeigen. Ich bin ja hier in der in Anführungsstrichen Lkw-Navigation. Wenn ich denn jetzt hier beispielsweise ein großes Wohnmobil fahren würde, kann ich eben hier die entsprechenden Abmessungen hinterlegen. Die jeweilige Breite, die Fahrzeughöhe, das Gewicht auch ein wichtiger Faktor. Und auch sogar das Achsgewicht sehe ich gerade. Finde ich ganz cool. Für meinen Kastenwagen nicht ganz so wichtig, aber wenn man eben ein größeres Wohnmobil hat, durchaus von Vorteil, so etwas zu haben. Jetzt soll es dann aber auch erstmal losgehen. Was ich gerade feststelle, ist die Tatsache, dass rechts oben in der Ecke auf der Bildschirmanzeige auch die Maximalgeschwindigkeit, die hier erlaubt ist, angezeigt wird. Ich bin hier auf einer Fahrradstraße. Das passt sehr gut mit den 30 Stundenkilometern. Und rechts davon eben meine aktuelle Geschwindigkeit. 250 Metern an der zweiten Straße links abbiegen. Hier kann man dann auch wunderbar die 3D-Darstellung der Häuser hier erkennen. Also ist hier ländlich und ein sehr kleines Dorf. Aber trotzdem wird hier wirklich jedes Haus und jedes Nebengebäude offensichtlich im Kartenmaterial gut dargestellt. Also, ich denke, das gefällt mir alles sehr, sehr gut, was ich hier sehe. Auch wenn ich die meiste Zeit mit der Online-Navigation fahren werde, also mit Google Maps über das Smartphone. Hier ist ja auch entsprechend in diesem Autoradio ja, CarPlay Meter integriert. Aber ich finde es trotzdem ja, so toll, gut. eine Backup-Lösung ja, zu haben. Weiter. Gerade wenn man mal durch Gegenden fährt, wo eben der Mobilfunkempfang nicht vorhanden ist. Da steht man mit so einer Online-Navigation natürlich schnell auf dem Schlauch. Von daher finde ich so eine Backup-Lösung immer super. Und da bin ich und es passt wunderbar. Ich muss zu dieser Firma hier und 40 Meter, sagt mir das System, sind noch zu fahren. Also ich bin jetzt hier komplett richtig. Perfekt! Ein paar Takte noch zum Thema Bootzeit. Ich drehe jetzt einmal den Schlüssel vom Zündschloss um. Man sieht, dass das Radio sofort da ist. Das hatte ich ja auch anfänglich schon mal erwähnt gehabt. Da muss ich aber auch vielleicht noch mal etwas zu ausführen. Es gibt so einen Deep Sleep Modus, den das Radio automatisch einnimmt. Ich meine, dass der so nach 36, 48 Stunden irgendwie eintritt, automatisch eben durch Zeitablauf. Das heißt, dann geht das Radio im Prinzip in so eine Art Energiesparmodus, braucht dann auch entsprechend länger, wenn es dann hochgefahren ist. Finde ich eine tolle Sache, dass man nicht sofort jedes Mal diese langen Bootzeiten hat. Und ich habe das mal durchgemessen und ich kam so beim Kaltstart, also wenn das Fahrzeug länger steht und erstmalig wieder die Navigation bzw. das Radio gestartet wird auf ungefähr 23 Sekunden Startzeit im Kaltstart. Ja, beim Warmstart da ist es wirklich sekündlich später eben da. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit einen guten Eindruck von dem Dünner Wien D8 DCX Plus Flex Radio verschaffen. Ich für meinen Teil bin wirklich begeistert. Ich habe das gekauft zu einem Preis von 475 Euro während der Black Friday Tage. Regulär kostet das Radio nur unwesentlich mehr, also 499 Euro. Reinkalkulieren muss man dann noch entsprechend eben, wenn man denn diese Z-Link- und Navigationsfunktionalität benötigt. Ja, die kosten von 2 mal 99 Euro, sodass man dann gesamthaft auf knapp 700 Euro bei der Flex-Version eben kommt. Ich finde 700 Euro wirklich angemessen für den Funktionsumfang. Wie gesagt, das fügt sich hier extrem gut ein. Ich bin extrem zufrieden mit diesem Radio und ja, ich würde es von meiner Seite her wirklich empfehlen. Für mich zur Alternative stand noch das 10er-Gradio. Da gibt es ja auch ein entsprechend neues, gerade eben auch für den Fiat Ducato bzw. Citroen Jumper. Habe ich aber von Abstand genommen, weil das doch noch mal ein bisschen teurer war und ich habe auch nicht so ganz gute ja, Erfahrungen gelesen zu diesem Radio. Das mag aber auch darin begründet sein, muss man fairerweise sagen, weil es noch relativ neu am Markt ist und vielleicht das eine oder andere noch ein bisschen ruckelt, was man dann auch vielleicht bei dem Zehneck-Radio aber über ein Firmware-Update wieder lösen kann. Man muss aber auch berücksichtigen, dass bei diesem Zehneck-Radio die Navigationsfunktionalität, die da ebenso integriert ist, also die Onboard-Navigation, auch kostenpflichtig ist. Die kämen bei dem 10er-Radio dann nochmal on top. Das heißt, dann liegt man schnell bei knapp 1300 Euro versus hier der 700 Euro. Und da bin ich ganz ehrlich, mir fehlt hier bei diesem Radio nichts. Im Gegenteil, das hat mehr an Funktionalität, als ich vermutlich jeweils brauchen werde. Ja, ich darf mich damit für die Aufmerksamkeit bedanken, verabschiede mich und sage mal auf bald. Euer Gero.